Moin und willkommen auf den Kanal der Unlucky Nerds. Ich bin euer Schmuse und heute gibt es ein weiteres Video WWE Supercard und zwar das nächste Event endet und zwar die People Championship. Ja, das Wort hätte ich fast noch vergessen. Eigentlich wollte ich euch die letzten zwei Tage darüber auch berichten, allerdings war mir dieses nicht möglich, denn ich musste leider mein PC neu komplett aufsetzen. Ich habe jetzt auch Windows 10 drauf statt Windows 7 und zwar hatte ich eh schon so ein, zwei Probleme gehabt und jetzt kam es dazu, dass mein BlueStacks nicht mehr funktionieren wollte. Ich spiele ja das WWE Supercard auf BlueStacks die meiste Zeit am PC und das Programm wollte eigentlich nicht mehr WWE Supercard ausführen, hatte immer ein Grafikproblem irgendwie gehabt und ich habe trotz neuer Installation nicht hinbekommen und so und dementsprechend musste ich meinen kompletten neuen Rechner aufsetzen und wurde eh Zeit, da ich Windows 10 haben wollte und das haben wir jetzt erledigt und das Event ist jetzt beendet. Wir warten quasi gerade darauf, dass wir die Belohnung einfordern können und das können wir jetzt auch gerade. Ist gerade die Zeit abgelaufen. Und ich habe weniger erreicht, als ich wollte, bin trotzdem zufrieden. Kurz zur Erklärung, ich war, bis das BlueStacks-Problem aufgetreten ist, urplötzlich, war ich noch unter den Top 600 gewesen. Also so, ich glaube, meine beste Platzierung war so 520 oder so. Und ich habe echt gut gesuchtet und wollte halt unbedingt legendäre Karte mir einkassieren. Das hat leider nicht funktioniert, weil anderthalb Tage oder zwei Tage Pause halt haben mich natürlich extrem weit zurückgeschmissen und dementsprechend bin ich froh, dass ich mich noch nach oben kämpfen konnte und jetzt den Platz 4463 am Ende erreicht habe. Und das bedeutet, ich bekomme eine epische Karte und eine ultra seltene Karte. Das ist sehr, sehr nice, weil freut mich. Kann ich gut gebrauchen und die Belohnungen werden wir jetzt einfordern. Ich habe gerade eben schon, wo ich BlueStacks geöffnet habe, für die 28 Tage meinen Seth Rollins abholen dürfen, für 28 Tage einloggen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ja, genau. Ich bekomme jetzt hier den zweiten Seth Rollins und das ist natürlich genial, weil so habe ich direkt einen ultra seltenen Profi. Besser geht's nicht, 28 Tage Seth Rollins als Anmeldebonus und jetzt den Seth Rollins auch noch hier in Cupid Championship bekommen. Super. Und zusätzlich erst episch den Roman Reigns. Können wir natürlich auch erstmal gebrauchen. Keine Frage. Und ja, die holen wir uns jetzt einfach erstmal ab. Belohnung einfordern. Da kommt jetzt wieder zuerst der epische Roman Reigns. Vielen, vielen Dank. Und als zweites, ultra selten Seth Rollins. Ja, nice. Und dann gehen wir ganz schnell auf mein Deck. Und dann sehen wir nämlich ultra selten. Da habe ich gerade eben Seth Rollins abgeholt. Den müssten wir jetzt zweimal haben. Genau. Und den werde ich natürlich jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall skillen, also aufleveln und natürlich auch die Play-Levels nach oben bringen. Und dann, wenn das erledigt ist, werde ich daraus einen Profi machen, ultra seltenen, perfekten Profi. Wie man einen perfekten Profi erstellt, habe ich ja schon, glaube ich, im vorletzten oder drittletzten Video, Supercard-Video, erklärt. Könnt ihr ja nochmal nachschauen, falls ihr das nicht wisst. So, und bei Episch können wir auch mal ganz kurz nachgucken. Da müsste jetzt der Herr Roman Reigns sein. Den habe ich leider noch nicht, von daher, den werde ich auch einmal doppeln. Natürlich. Episch des Rollins wäre natürlich noch geiler gewesen, dann hätte ich einen epischen Pro machen können. Aber das wird schon mit der Zeit jetzt kommen, die epischen Karten habe ich jetzt, wo ich auch auf der epischen Stufe angekommen bin. Wir können mal ganz kurz gucken, ich bin unter noch episch auf der Hälfte, ungefähr kurz vor der Hälfte. Und wenn ich Seth Rollins hoffentlich als ultra seltenen Profi ausgelevelt habe, dann müsste der ungefähr diese Werte hier haben. Okay. Ähnlich wie ein weiterer epischer, das heißt, er wird mich nicht mega weit nach vorne bringen, aber gebrauchen kann man auch für die anderen Events und so, gar keine Frage halt. Ich bin gespannt, was dann diese Woche wieder kommt, ob es eine Road to Glory kommt oder so, wollen wir mal abwarten. Allerdings freue ich mich schon eigentlich auf die nächste People's Championship, ich finde es eigentlich mit einer der fairsten Events, weil du hast selbst auch mit einem schlechten Deck die Möglichkeit, sehr, sehr gute Karten zu erspielen und es geht halt wirklich nur um die Aktivität und dann werde ich mir beim nächsten Mal vornehmen, zumindest eine legendäre Karte zu spielen. Ob ich das schaffe, das werden wir dann halt dementsprechend in den nächsten People Championship Challenge sehen. So, mein King of Swing aktuell läuft gerade nicht sehr berauschend, um genau zu sein. Ihr seht schon 12:20, also eigentlich bin ich hoffnungslos. Ich werde mich nicht mehr qualifizieren. Dafür habe ich 6 Spiele Rückstand. Das werde ich nicht mehr aufholen können. Die erste King of Swing, was nicht so gut lief oder nicht so gut gelaufen ist. Muss ja auch mal vorkommen, ne? Und ich würde sagen, wir tun jetzt noch kurz 2-3 Exhibition-Matches machen, damit das Video wenigstens auch einen spielerischen Inhalt hat, ne? Warten auf Netzwerk, ja. Wenn sie das mal irgendwann geregelt kriegen, dann wäre ich echt froh, wenn man diese scheiße Netzwerk-Views nicht mehr hat. Spielen wir mal gegen diesen Khalil hier und schauen mal, was er denn für ein Deck hat und ob wir das schlagen können. Schmuser gegen Khalil. Komm, mach ihn hier.
So, Diva, Härte und Charisma brauchen wir. Ja, dann nehmen wir natürlich unsere Bui Bella hier, tritt gegen epische Eve an und wird sie vernichten. Jawoll, ey. Und dann Tag Team Kraft. Jo, setzen wir unseren Bonus ein und hauen hier John Cena und Wowie Roddy Piper raus. Und die werden Triple H und Kofi Kingston auch besiegen. Das war relativ knapp, aber wir werden sie schlagen. Ja, wunderbar. Damit haben wir das Match schon mal gewonnen. Und ja, Krafttempo setzen wir dann nochmal schnell gegen Razor Ramon. Ja, den möchte ich auch noch unbedingt haben. Aber den gibt es halt leider nur aktuell in ja diesen Special-Karten, die man umwandeln konnte. Und ich habe leider keinen bekommen. Und ich bin ja ein riesen Razor Ramon-Fan. Also ist mein Lieblings. Also Scott Hall, Razor Ramon halt. Ich habe sie geliebt. Ich liebe diesen Kerl einfach. Und ja, bei Season 1 ist es mir schon nicht geglückt, jemals einen Razor Ramon zu bekommen. Und ich hoffe, hier in Season 2 werden sie ihn irgendwann mal einführen, noch als andere Karte, weil ich muss sagen, das ist eine Pflichtkarte, wie ich finde, von Legenden her. Und naja, ich würde es halt auf jeden Fall extrem feiern, wenn ich mal irgendwann einen Scott Hall hätte, bis er einen Razor Ramon. Und dann werde ich alle Gegner mit dem Razor Edge vernichten. Nee, mein absoluter Lieblingswrestler, muss ich ganz klar sagen. Ich bin sogar früher immer mit Zahnstocher rumgelaufen, nur weil er es auch gemacht hat, ne? Ja, wie man als Kind halt so ist, ne? Ich habe auch früher eine Bolt Hitman Hard Brille gehabt. Auch Bolt Hitman Hard habe ich extrem gefeiert. Tempo Charisma, da schicken wir unseren Wop Van Dam raus, der allerdings gegen den legendären Undertaker leider vollkommen unterlegen ist. Damit liegen wir 0-1 hinter. Härte Charisma, ja, da schicken wir wieder John Cena und Wally Piper raus, die dann auch das Unentschieden hier machen, 1-1. Und dann hoffen wir, dass ein Dieven-Match kommt. Weil mit denen kann ich auf jeden Fall punkten. Und Dieven Tag Team sogar Tempo kann man sogar noch boosten und das sollten wir eigentlich in den meisten Fällen gewinnen, denn meine Dieven sind wirklich sehr, sehr gut. Zumindest für die aktuelle Deckstufe. Ich sag besonders seltene Nikki Böller und halt die ultra seltene Bui Böller, beides als Profi. Hauen schon ganz gut rein und sehr selten, dass ich mal ein Dieven-Match verliere. Na gut, wir werden uns dann die nächsten Tage wieder mit einigen Themen und ja, beschäftigen. Ich habe da so schon 2-3 auf meinem Zettel draufstehen, die ich unbedingt mal raushauen möchte, die auch aktuell mir richtig auf den Piss gehen. Und darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Ein Thema wird sein Mark gegen Smart Mark. Und ja, andere habe ich hier auch noch auf dem Zettel stehen, die werde jetzt nicht alles ja, hier rausposaunen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Ich würde mich über ein Däumchen freuen. Und ja, schreibt mir doch mal unten in die Kommentare rein, was habt ihr denn bei der PvP Champion League mal erreicht? Habt ihr eine legendäre Karte geschafft oder habt ihr es nicht geschafft oder ja, was konntet ihr abstauben? Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten WWE Supercard Video. Jetzt hoffentlich die nächsten Tage wieder ohne Pause dazwischen, denn ich hoffe, dass Bluestacks diesmal durchhält. Viel Spaß, bis dann, bis zum nächsten Video. Euer Schmuser, ciao, ciao.